Herzlich willkommen zu einem weiteren Part Murdered oder Murdered Soul Suspect. Nummer Part 5. Geiles Deutsch. Meine Herren, das geht wieder super los. Ich bin der Drakey und ich starte die Arme Stunden und wir spielen weiter. Ja, und natürlich genau da, wo wir im letzten Part aufgehört haben, ist klar. Von da kommen wir. Also gehen wir da lang. Denn dort müsste noch der Heini mit seinem Autounfall sein. Dass man hier die Wände so abklappen muss, finde ich ein bisschen uncool. Diese Wände sind eigentlich auch nicht da. Aber für uns schon. Frage ich mich natürlich, warum. Das Kroke gibt mir eigentlich auch einen Sack. Ah. Miau. Nee, ich wollte das. Noch 5 Stück liegen hier rum. Wäre natürlich gut, könnte man auch irgendwie mal in Häuser gehen, ne? Dass halt mal ein Haus offen ist oder so. Aber nö. Dann eben nicht. So. Erinnert euch sicherlich, was wir im letzten Part gemacht haben. Ansonsten schaut euch den einfach nochmal an. Wir haben 2 guten Menschen geholfen. Also Zeit gequestet und extremst viele Sammelobjekte eingesammelt. Also wir waren auf Sammeljagd. War hier schon überall, ne? Kann das sein? Das habe ich mir schon mal angeguckt hier. Ich glaube ja. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie mal wichtige Informationen gibt. Wenn man die Leute da hier in die reinfährt. Frage, man weiß es nicht. Da geht's nicht lang. Wo war denn das Auto? Der Autounfall, ey. Ich finde den irgendwie nicht wieder. Das ist doch irgendwie scheiße jetzt. Immer dort bleiben, wo es gut beleuchtet ist. Ja. Die umkreist da die ganze Zeit das Ding. Wie fühlt sich Sterben an? Die stellen sich Fragen, meine Herren, ey. Scheiße, würde ich behaupten. Hier ist der Autounfall. In einer Seitengasse. Ich wusste doch, dass der hier irgendwo sein muss, weil viel mehr Wege hätten wir jetzt auch nicht gehabt. Okay. Was habe ich getan? Nein, nein. Aber wir müssen wieder mit dem reden anscheinend. Laura. Hey, beruhig dich mal eine Sekunde. So, jetzt können wir es erst machen. Hat er nicht gespeichert, leider. Brad. Das ist sicher Brads Auto. Sieht nicht gut aus. Na, nicht wirklich. Und dann noch Schottischer Whisky. Na, na, na. Das ist nicht viel, aber immerhin etwas. Die Tankstelle ist nicht weit von hier, die sollte ich mir ansehen. Ich sollte mir die Tankstelle angucken, na gut. Er sagt zwar, die ist nicht weit weg, aber ich habe keinen Plan, wo die sein soll. Geschichtskram sollte ich wirklich mal nachschlagen. Mach das mal. Wann waren die Prozesse? 1800? Ah, die haben ja mega interessante Sachen von sich zu geben.
Und da liegt noch was. Dann hebst du das einmal auf. Geht doch. Ah, okay. Gibt es einen Zeugen, der den Fahrer gesehen hat? Das ist natürlich die Frage. Jetzt haben wir das Gebiet schon wieder verlassen. Oh Gott, das ist echt kein Ende. Okay, das sagt er, gibt's. Da geht's nicht lang. Da müssen wir dann ein anderes Mal hin. Oh Mann, ey. Was ist das denn hier, ey? Da sind auch wieder diese Punkte, ne? Übergebener Mann. Craig übergibt sich. Hoffentlich ist die Wohnung geputzt, wenn ich nach Hause komme. Das ist das Wichtigste für ihn, oder? Brad. Ich will ein Taxi. Was? Oh. Tankstelle. Ja. Die SOC. Okay. Toll. Er hat ein Taxi gerufen. Was macht er da? Wieso sind hier Bahnschienen, ey? Salz und Pfeffer regt's ja nicht gerade viel. Vielleicht, wenn wir etwas schneller gehen. Ja. Wenn wir jedem Mörder auf der Straße begegnen. Keine Ahnung, was ich tun würde. Tja. Weglaufen? Das war's, oder? Mehr Hinweise haben wir hier nicht. Wer hat ein Taxi gerufen? Das ist ein Zeugen, der den Fahrer gesehen hat. Die Lebenden werden es ja wohl so nicht sein, oder? So merkwürdig. Erst lebendig und jetzt tot. What the fuck haben die Leute hier für Gedanken, Alter? Da ist das Gebiet schon wieder vorbei. Hier ist es noch. Da ist es vorbei. Ist auch wieder weg. Also es kann nur da vorne wo sein. Der hier vielleicht noch. Wenn ich das Öl schneller nachkippe, als es ausläuft, hält's bestimmt noch ein Jahr. Jo, klingt völlig legitim. Ja, na gut, dann kann das nur Hinweise nicht geben. Oder was sagt ihr? Ich sag, es gibt nicht mehr. Wer könnte... Gibt es einen Zeugen, der den Fahrer gesehen hat?
sag Brad. Scheint, als er zu Brad einen Tag zu suchen, aber etwas hat ihn verjagt, bevor es ankam. Dann er. Rick war vielleicht sturzbetrunken, aber irgendetwas hat ihn trotzdem erschreckt. Ich habe das immer im Hintergrund gehört, es hat irgendwas geklirrt. Und bei ihr hat zuletzt geklärt. Lara war gerade dabei, den Tank aufzufüllen, als sie lautes Geräusch hatte und abbrach. Anscheinend wurden alle von dem Knall aufgeschreckt. Was zum Teufel war das? Ja, hier ist eine gottverdammte Schiene, ey. Was hat das zu bedeuten? Da brennt schon wieder. Hier waren wir doch auch schon, oder? Ja, natürlich. Ja. Bin ich auch schon mal irgendwo lang. Gelatscht. Oh, das Ruckeln geht mir so auf die Eier, ey. Ach genau, ich stand hier, dann bin ich umgedreht, glaube ich, wieder. Aber wir gehen jetzt erstmal wieder zur Tankstelle. Kann man damit auch Hinweise sehen? Das soll ich vielleicht mal einfach mal ausprobieren. Hä? Hä? Ich steck das gerade mal gar nicht mehr. Was soll ich denn jetzt machen? Hier sind nur die Züge zusammengekracht. Also da war noch ein Bahnhof, wo jetzt das Gebäude steht. Eine Tankstelle. Zumindest war eine Schiene, der Bahnhof war, naja, weiß man natürlich nicht. Kann ja nichts machen. Dann gehe ich jetzt zur Kirche, ey. Das ist ein bisschen dumm. Ich kann bei Brad nichts machen. Ich kann... Ich will nichts mehr machen, was soll denn das? Ja, vielleicht ein anderes Mal wieder. Wenn wir das zweite Mal hinkommen. Wir müssen da eh nochmal lang irgendwann. Denk mal überall, wo er sagt, da geht's nicht lang, kommt man später nachher hin. Ich habe schon gar nicht gestartet, ja? Ja. Na gut, dann lassen wir Brad erstmal beiseite. Dann widmen wir uns endlich mal der Hauptaufgabe wieder. Dass sie so ruckeln würde, ne? Das ist schon sehr nervig. Gut vorstellen, dass einige Kritiker sehr gestört hat und dadurch die Wertung auch gedrückt wurde.
Das ist schon nervig. Ja. Ich trink mal was. Wenn du wegläufst, brauchst du eine Zuflucht. Einen Ort, an dem dich nichts Böses erreicht. Aber den Fragen kannst du nie entkommen. Sie folgen dir überall hin. Was er wohl damit meint, ich hab keine Ahnung. Was steht da? Ich muss rausfinden, wo die Zeugin ist. Stimmt, die ist ja hergelaufen. Zum Pastor. Eine Säge. Noch 10 Stück. Achso, ups. Ah, sieht auch schon ganz schick aus. Finde ich zumindest. Das ist immer Geschmackssache. Ach. Okay. What the fuck? Überall dieses Dämonen-Ding, was soll denn das? Ein Rabe? Mal kurz was ausprobieren. Ah, hier ist gar kein Loch. Ob man hier sich auch so durchporten kann. Aber das geht von hier aus. Zack, ja. Ha! Ich hab's drauf. Ich hab's richtig drauf. So, wir müssen uns jetzt hier mal ein bisschen umgucken. Aber erstmal in dem Raum, würde ich sagen, oder Leute? Hier ist nochmal eine Säge. Hinweis zur Kirche in der Wohnung? Haha. Haha. Ha. Die Kirche. Ein Foto, ja. Ah, die Fotos. Wie falsch? Fick dich, ey. Die Kirche halt. Natürlich, das ist doch Schmarrn, also bitte. Pater, gibt es einen Ort, an dem ich bleiben kann? Nur für eine Weile? Oh, natürlich, Liebes. Die Kirche ist immer da, um zu helfen. Hier gibt es einen alten Dachboden. Dort kannst du bleiben, solange du möchtest. Sie wohnt auf dem Dachboden? Den sollte ich mir ansehen. Ey, das muss man erstmal verstehen, ey. Man sollte dann offensichtlich immer das Leichteste wählen, was geht. Das kann nicht gut riechen. Hat sie das gruselig gefunden? Fand sie das genauso gruselig wie ich? Oh, nein, nein, nein. Sie wusste es nie. Wo bleibt sonst der Spaß? Also hast du sie gestalkt? Ich habe sie als einziger zu schätzen gewusst. Nicht wie diese Fremden, die sie in Bars getroffen hat, diese Tiere. Deswegen musste ich sie loswerden. Ich habe es für uns getan. Hä? Und als hätte sich einer von denen ziemlich gewehrt. Nein, die waren alle zu betrunken, um sich zu wehren.
Es passiert, als ich sie beobachtete. Ich habe in eine Schneeverwehung zurückgesetzt und den Auspuff verstopft. Die Abgase habe ich nicht mal gerochen. Auf einmal war ich hier. Um ehrlich zu sein, das ist das Beste, was uns passieren konnte. Keine lästigen Wände mehr oder Schlösser. Jetzt kann ich sie beobachten. Jede ihrer Bewegungen. Für immer. What the fuck? Hey, such dir dein eigenes Mädchen. Alter, ist er gestört. Aber was? Jetzt bewegt er sich. Was hat das mit dem auf sich, ey? Da ist was, seht ihr das? Hey, 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 ist okay. Geh einfach nicht zu nah ran. Ich konnte nicht mehr zusehen. Ich musste es aufhalten. Diese Hände, sie haben meine Seele zerrissen. Meinen Geist. Es sind deine Augen. Sie kommen durch deine Augen hinein. What the fuck? Okay, okay, okay. Beruhige dich. Du redest wirres Zeug. Was? Sie kommen dich holen. Deine Mutter, Alter. Ich kann sie immer noch sehen. Warum sind die Leute so gestört? Ihr Gebetschrift hat uns. Es wird gefährlich da draußen mit all diesem. Er würde nicht hier reinkommen, oder? Oh, wenigstens bin ich nicht allein. Ja, ein Mörder in der Kirche wäre wirklich nicht so geil. Nur ein Rabe. Oder Krähe, ich habe keine Ahnung. Oh, guck mal, hier haben sie geheiratet. Ein Versprechen, das ich nie bereut habe. Julia heiraten. Zack. Schönste Tag seines Lebens. Meines Lebens. Wir wussten von Anfang an, dass wir früher oder später hier landen würden. Cool. Das finde ich zum Beispiel auch sehr nice, dass man hier so Flashbacks auf sein Leben bekommt. Also mir zumindest gefällt das. So, geht es hier runter oder hoch? Dinge muss man irgendwie kaputt machen können, ist ja voll nervig. Ach, für beides hier hin, alles klar. Hier ist es heute Nacht so kalt. Wenn sie sich beruhigt hat, frage ich sie, warum sie hier bleiben muss. Zack. Danke, Pastor, dass du mich rübergebracht hast. Hauptsache, es saugt jetzt mit dem Teppich, ey. Hat schon was Lustiges. In der Kirche. Der Dachboden muss dort oben sein. Zack. Zack. In der Kirche gibt's hier so einen Hinterhof. Na gut. Zu dem Mond. Da vorne tatsächlich. Ah, da wollen wir nicht rein. Hier im Hof ist nix. Ups. Nach oben. Katze, benutze und halte LT um ein Rennen, während du eine Katze Besitzer greifst. Hast du einige Vorsprünge, kann man springen und man aus zu. Ach. Ach, jetzt kann man auf einmal mit der Katze spielen.
Das ist ja cool. Bewegt sich auch nice, ne? Das ist das erste Mal, dass eine Katze sich richtig schön geschmeidig bewegt. Das finde ich cool. Die meisten Spielen bewegen sich immer so behindert. Hm. Ich verlasse sie erstmal. Kleine miese Katze. Ich weiß nicht, Brian ist ein toller Junge, aber seine Familie macht mir Sorgen. Ich hoffe, meine Hochzeit wird nicht so stressig. Er ist klasse, aber sie hat mit seiner Mutter recht. Tjo. Es ist so leicht, nett zu sein. Wieso kann das nicht jeder? Keine Ahnung. Mein Mädchen heiratet ihren Liebsten. Nur das zählt. Das ist richtig. Eine gute Oma. Voller Geist. Hä? Ach, Leute, ich will das da einsammeln. Komm schon. Danke. Noch 5 Stück. Treppe hoch können wir auch nicht. Tja, fick dich, du Homo, Alter. Ich habe gerade die einzig wahre Hexe Salems gefunden. Kann's kaum erwarten, dass es vorbei ist. Kein Respekt vor der Geschichte. Woher nehmen die nur solche Leute? Ist die Lüftung in Ordnung? Ja, nur die reguläre Wartung. Da muss man bestimmt mal eine Katze rein. Sind groß genug, dass keine... Wie geil. Deswegen also die ganze Sache. Jetzt können wir aber auch durch die Wände gehen, ey. Komisch. Ah, jetzt bin ich wieder hier, okay. Drei noch. Ich glaube, das war's soweit. Raus, kannst du raus, Football? Ich meine nicht nur die. Raus. Mama! Ja. Yeah. Marziano Penis, Alter. Die ganzen 4 Jahre Quarterback an der Salem High. Ah, dann kommen wir nämlich hier hin. Spring. Ja, aber wie komme ich jetzt mit der Katze hier weiter? Da oben. Das ist schon lustig. Wie hier. Ach, damit wir nach draußen kommen, verstehe. So, wo wollen wir hin da? Ganz oben, ne?
Zack. Oh. Halbe Stunde ist wieder rum, aber wir machen das jetzt hier noch mit der Katze. Ach, da doch. Oh, das ist so lustig, ey. Und ja, sowas können Katzen wirklich. Also, sowas hochklettern. Aber die springen nicht, die ziehen sich hoch. Habe ich schon selbst gesehen. Sah sehr lustig aus, wenn die Katze einfach mal so einen Zaun hochgeklettert ist. Katzen sind einfach cool. Ich bin Katzenmensch. Zack. Zack. Die sind auch alle unterschiedlich. Muss am Rande erwähnen. Also für alle Nicht-Katzenbesitzer, die keine Ahnung haben. Oh, jetzt kommen wir nicht mehr raus. Katzen können auch sehr anhänglich sein. Es stimmt nicht das Klischee, dass Katzen alle selbstständige Tiere sind. Zum Beispiel eine, die mag es gar nicht allein zu sein. Die knufft sich immer an die andere mit ran und ja, braucht auch ihre Streicheinheiten. Die ist unglücklich, wenn sie alleine ist. Wie? Da ist sie endlich. Warum finde ich nie meine Schlüssel, wenn ich los muss? Wie kann ich zu ihr durchdringen? Ich habe keinen Plan. Aber wir beenden es hier, denn wir haben sie gefunden. Die halbe Stunde ist rum. Und das ist doch ein guter Ausstieg im nächsten Part. Werden wir dann sehen, wie es weitergeht? Das war jetzt Part 5, ne? Dann seht ihr den nächsten Part, dann halt nächste Woche Montag. Machen wir jetzt mal wieder eine Pause. Wisst ihr, Montag bis Freitag. Und Part 5 müsste, wenn ich das hinbekommen habe, jetzt am Freitag erschienen sein. Ist natürlich doof, wenn ihr dieses Video jetzt erst 3, 4, 5, 6 Monate, Jahre später guckt, denn dann gibt das natürlich alles keinen Sinn mehr. Aber guckt halt aufs Veröffentlichungsdatum. Dann wisst ihr, was ich meine. Jo, ansonsten hoffe ich natürlich, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst auch gerne ein Däumchen rum da. Abonniert, falls ihr uns unterstützen möchtet und ihr immer Bescheid bekommen wollt, wenn neue Videos draußen sind. Ansonsten könnt ihr uns natürlich noch gerne auf Facebook, Twitter und Twitch besuchen. Links dazu wie immer unten in der Beschreibung. Es war mir eine große Freude, euch dieses Video präsentiert, geschnitten, gerendert, falsche Reihenfolge ist egal, und gespielt zu haben. Ich hoffe, wir sehen uns dann auch im nächsten Video wieder und sage erstmal, habt eine schöne Nacht, einen erholsamen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.